So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Wir haben letztes Mal die imperiale Stufe erreicht und ja, Imperium Sparta klingt auch ganz nice. Was wir jetzt noch dafür machen müssen ist, wir brauchen positive Loyalität. Das zeige ich euch mal hier. Genau. Und dann haben wir hier richtig, richtig nice Sachen. Aber die da können jetzt auch, also werden jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch wieder rebellieren. Dann werden die Rebellen noch größer. Die sind ja momentan... Sorry. Das ist Makedonien. Ah. Da komme ich ja ständig durcheinander mit Makedonien und Sparta. Okay, gut. Also, hier haben wir letztes Mal eine ziemlich krasse Schlacht geschlagen, wie man hier sieht. 4 Runden, bis die wieder vollständig sind. Warte, den tue ich mal weg. Warte, die da kann ich eigentlich alle zusammenfügen. Genau. Den da, die beiden können, kann ich auch zusammenfügen. So wird doch ein Schuh draus. Die beiden füge ich auch zusammen. So, gut. Dann ist das um einiges besser hier. So. Das habe ich letzte Runde eingenommen. Genau. Hier machen wir... Hier machen wir was zu futtern für uns. Das da wird hier ein öffentlicher Brunnen. Mit denen habe ich letztes Mal auch Spaß gehabt, glaube ich. So. Entweder das da oder die Pferde, aber ja, mache ich mal so. Hier geht es nächste Runde ab. So, hier gehe ich dann nächste Runde hin, übernächste Runde dann dahin. Und mit den 300 werde ich dann auch von Osten kommen. Also von so einer wunderschönen Zangenformation wird die dann eingekesselt, die Stadt. Damit die auch nicht fliegen können und so. Gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir heute, ob heute das, Video hochkommt. Also heute ist Freitag. Gestern war der Stream, deswegen konnte ich da nicht aufnehmen. Und genau, was auch noch interessant ist, gestern fing in Deutschland an, das Internet bisschen einzufallen, sage ich mal. Und genau, zum Glück war der Stream stabil, also die Übertragung war enorm, also die Verzögerung war enorm, so rum, und genau, hier mache ich gerade die ganzen Loyalitäten sichern, damit wir schnell zum Imperium werden können. So. Aber sonst war der Stream stabil. Das war ziemlich cool. Aber heute, ja. Wir haben hier sehr gutes Internet. Aber es ist halt deutsches Internet. Es ist halt ein großes Problem. Und mal schauen, vielleicht
rüttelt es die ein bisschen wach, aber ich bezweifle es. Ach, genau. Hier sind wir, ist meine... Stimmt, hier sind wir gefallen. Uiuiui. Ja, genau. Hier machen wir mal einen Tempel. Ich baue hier keine neue Armee. Weil, oder ich baue hier eine neue Armee. Also ich wollte hier, den Hellenismus ein bisschen hochtreiben. Aber wir können hier das da wegtun. Also, Essen haben wir ja momentan genug und hier oben bauen wir neues Essen. Genau, dementsprechend können wir das so machen, dass wir unten dann wirklich eine neue Armee aufbauen. So. Gut. Und ja, wie gesagt, normalerweise dauert so ein Upload hier von so einem Video maximal eine Stunde. Und also für eine halbe Stunde Video brauche ich so dreiviertel Stunde oder so. Nicht eigentlich müssen die mir was dafür zahlen, ne? Also wenn wir genau sind. Genau, die Kelten und Germanen, die drücken ja jetzt von oben runter. Das ist nicht so toll. Das ist jetzt schwierig. Angriff auf Verbündete. Weil die sind meine defensiven Verbündeten und das ist mein Klientelkönigtum. Krieg auf der Seite des Verbündeten beitreten. Aber es sind beide meine Verbündeten. Was zählt hier jetzt mehr? Zählt unser Klientelkönigtum? Ich glaube, wenn wir den Krieg auf Seiten der Verbündeten beitreten, werden wir Kusch beitreten, weil Nabatea greift an. Und ja, jetzt sind wir Feinde und jetzt greift er uns sofort an. Was für ein Penner. Gut, dann machen wir dich mal fertig. Und wehe, wie heißt das? Mir fällt das Wort immer nicht ein. Meine Glaubwürdigkeit? Also, ich hoffe, wir haben keinen politischen Schaden daraus gezogen. Beziehungsweise Diplomatie-Schaden. Aber wir können ja nichts dafür, dass unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und Hunger nach. Unsere zwei Verbündeten sich gegenseitig an die Kehle wollen. So. Handelsabkommen gebrochen, Nabatea Umsturz, überfallen. Forschung abgeschlossen, natürlicher Tod, Politiker. Orakel von Delphi, das kennen wir ja alle schon. So, warte, ich schau mal. Ja, Felsenfest, okay, alles klar. Kusch. Wieso hassen die mich immer noch? Na, dann hätte ich ja das nicht machen sollen. Dann hätte ich das Ganze nicht machen sollen. Ah, das ist königliche Kaserne. Das ist ja sehr schön. Aber ich habe kaum noch Einheiten oder Generäle.
Vermächtnis wieder erstellen, die königliche Garde. Passt ja, wenn die königliche Garde dann hier Helden Spartas und so bekommt. Aber ein bisschen Bürgerkavallerie bekommen sie dennoch. So, königliche Spartaner. Wie viele darf ich pro wie viele darf ich davon haben? Ich glaube, von den königlichen Spartanern darf ich viel haben. Aber von den Helden Spartas. Warte, wo steht denn das? Ja, probieren wir einfach mal aus. So, wir haben 4 solche. Ich glaube 2. Ja, genau, 2 darf ich. So. Und den Rest hole ich mir so. 4 Runden brauche ich insgesamt. Für diese overpowered Armee. So. Bewegungsreichweite, Kosten, Nahrung, Korruption. Ich mache die Korruption als erstes fertig. Warte, mal schauen, ob sich das... Ja, 19 hat sich ein bisschen verbessert jetzt. Okay, dann werde ich mal... Warte, wer ist Jünger von Poseidon? Die kann ich nicht wegschicken. Den kann ich auch nicht verheiraten. Jetzt kann ich die verheiraten. Das ist schon mal gut. Mit dem kann ich noch nichts machen. Okay, die ist auch noch nicht verheiratet. Die ist 28. Jetzt kann ich verheiraten. So. Super. Okay, dann schauen wir mal. Der da ist fast bereit zuzuschlagen. Das ist wunderbar. Lusitana. Ich gehe mal hier hoch. Die haben ja jetzt wieder eine... Ja. Die haben zwar schon wieder eine Garnison da drin stehen, aber nicht mehr ganz, also die ist nicht ganz so super. Gut, dann stelle ich mich mit dem hier hin. Du klaust mal ein bisschen was. Aber lustig, dass ich den immer noch sehe. Jetzt ist die Frage, ob er zu mir rüberkommt. Also hier ist er schon mal rüber. Aber das ist in Ordnung. Also solange der nicht nach Ägypten rüber will, ist es in Ordnung. Aber ich glaube, dass er bald nach Ägypten geht. Weil da unten ist ja auch Kusch. Und dementsprechend versucht er da jetzt Stress zu machen. So. Das da könnte ich noch aufmotzen, aber das will ich nicht. Der hat sich da eingebunkert. Ja, das ist eine Armee, die ist ein bisschen blöd. Aber jetzt kann ich wenigstens gescheite Einheiten hier rekrutieren. Du bist eigentlich gerade unnötig hier. Du könntest eigentlich weiter vorstoßen. So, dann belagere ich mal. Hier brauche ich noch ein bisschen hellenistisch
ja, die Oberhand gewinnt. Du gehst mal hier hin. Was kannst du eigentlich? Wohlstand, Wachstum, öffentliche Ordnung. Ja, okay. Das ist doch schon mal was. Roma. Die Flotte meldet sich. Bereit zum Kampf. Es ist eine Ehre zu dienen. Ja, die löse ich mal auf. Okay. Hier wird belagert durch... Ah, hier wird belagert. Das habe ich ja wieder ganz vergessen. Dann... marschierst du mal nach da. Dann warte ich hier, bis diese Bedrohung hier weg ist. So, sehr gut. Armee zerstört, Baubericht. Flotte zerstört, Charakter. Siedlung verloren. Lasse teilt. Eigenschaft erhalten. Gravitas, das ist gut. Das ist auch gut. Und weiter geht's. So. Genau, alle, die gestern den Stream verpasst haben. Wir haben eine neue Kampagne angefangen mit Massilia. Das kämpfen wir. Der kommt nämlich raus. Und das ist gut für uns. So, wir haben mit Massilia angefangen, weil einerseits habe ich die noch nie gespielt. Und andererseits, ja, hat sich, wurde es sich gewünscht. Hatte ich überlegt gerade, wo ich am besten hingehe. Hier auf dem Hügel wäre es natürlich cool gewesen, aber mit Sparta sind freie Flächen immer am idealsten. So. Wieso ist das denn eine spartanische... Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Warum ist das denn eine spartanische Hoplite, mein General? Das ist ja sehr dumm. Das ist in dem Fall sehr dumm, weil der hält gar nichts aus. Also an sich von vorne ist es natürlich... ja, sehr gut, weil er sehr viel Damage macht. Aber sobald er umkreist wird, apropos, ich platz mal den Tausch. So. Nachteil ist, wenn der General auch da vorne ist, ist, dass er... Okay. Er hat mein General getötet. Was für ein Penner. Der hat schon wieder mein General getötet. Sowas nervt etwas. Also nur ein ganz kleines bisschen. Mich nervt sowas extrem. Das ist nicht unser General. Ich habe mich aber auch schon gefragt, ja, warum ich hier eine Pikeneinheit als General machen würde. So. Die stellen sich mal um.
die Kavallerie gehen mal da raus. Warte, die schießen mal komplett darauf. Ach, ja. Das ist natürlich sehr blöd hier. Und das ist sehr dämlich, was die gerade machen. Natürlich hat er das Knöten gemacht. Natürlich hat er das gemacht. Bürgerkavallerie ist halt nicht sehr geil. Oh. Wie? Was macht ihr denn da für einen Quark? Ach du Kacke. Ach. Selber schuld, ihr tollen Piken. Ja, was passiert hier gerade? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bürgerkavallerie, ich erwarte eure Befehle. So. Ach, das ist alles überhaupt nicht super. Das ist alles andere als super gerade. Aber das passiert mal. Bei Massilia habe ich auch meine komplette Streitmacht relativ früh schon verloren. Also in der dritten Schlacht oder so, das war mit einer Belagerung. Da habe ich verloren. Und das war, ja, ungut. Das war nicht so gut. So, genau. Volle Kanne darauf. Das ist gut. Ja, naja. Der hat ja auch meinen General getötet, diese Schlawiner. So, gut. Das hat schon mal geklappt. Die Schlacht wendet sich zu uns im Gunsten. Aber was die Pikeneinheit hier gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ihr habt die überlebt hier. Die habe ich doch hier seitlich hingestellt. So, von hier. Und dann habe ich sie auf den General geschickt. Komisch. So, knapper Sieg. Aufgestellt 1800.
verloren 800, also knapp 900. Und er hat nur 200, die überlebt haben. Tja, die unbesiegbar, ne? Aber der hat mal einen General getötet, das nervt. Okay, der greift hier an und das werde ich verteidigen können, wenn ich mich gut anstelle. Glorreiche Niederlage. Er hat halt sehr viele Fernkampfkavallerie. Es kommt halt wieder drauf an, auf die Stadt an. Okay. Wie will der da? Okay. Es ist eine Stadt mit Stadtmauer. Wie will er das überall? Also. Cool. Das ist natürlich dann was ganz was anderes. Dann hat er keine Chance. Ah, das ist diese Stadt. Okay. Die ist leider noch nicht ausgebaut. Also Katapulte und so habe ich noch nicht. Ich werde ihn zu mir kommen lassen. Und zwar... Also ich kann den nicht verteidigen. Das ist schon mal klar. Wobei ich muss versuchen. Ich muss versuchen, die das Tor zu verteidigen, so dass er da nicht durchkommt. Wenigstens das kann ich machen. Spartanische Jugendliche. Ach so, warte. Ich dachte, das wären auch Pekiniere, sorry. Warte, dann muss ich das anders machen. So, und die Jugendlichen haben hier das Vergnügen. Aber die werden noch von den Stahlschleuderern unterstützt. Es sieht aber gerade nicht so aus, als würde der hier hingehen, sondern hier die komplette Mauer entlang. Okay, die Kavallerie ist hier. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh. Ah, das ist auch eine Flotte. Das wird dann auch interessant. Das wird dann interessant. Okay. Ja, je nachdem, ob er in der Stadt landet oder außerhalb. Außerhalb wäre natürlich für mich besser. Also es könnte sein, dass er hier landet. Und ich merke gerade, wir sind gerade schon wieder bei 30 Minuten. Dann würde ich sagen, höre ich hier kurz auf. Beende ich die Folge hier. Und hoffe, dass
das Internet klappt und dass der Upload funktioniert. Wenn es nach 16 Uhr hochkommt, dann wisst ihr, es hat nicht geklappt. Und wenn es morgen oder die nächsten Tage erst hochkommt, dann wisst ihr, dass, ja, dass das Internet wunderbar in Deutschland funktioniert. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, nächsten Montag gibt es den nächsten Stream. Und genau, nächsten Donnerstag werden wir, also nächsten Montag spielen wir wieder Eastshade und ein bisschen Act It Out. Und am Donnerstag wird zu ja, 80%, 90% wieder Rome to Luau gezockt. Also mit der Kampagne weiter oder wenn ihr Bock drauf habt, hätte ich auch mal Bock drauf, würde ich dann ja, einfach freie Gefechte machen und verschiedene Strategien ausprobieren. Und genau. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.